Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aus dem Atelier von. Unser Weg hat uns heute nach Ispringen geführt und wir dürfen heute zu Gast sein im Atelier von Winfried Reinhardt. Herzlichen Dank, dass wir kommen dürfen. Winfried, wir haben gerade hier eine Menge Fotoarbeiten von dir vor uns liegen, die an Projekte erinnern, die du zusammen mit mir teilweise auch, aber vor allem im Auftrag der Stadt Pforzheim auch gemacht hast. Das erste, was mir jetzt einfällt, war damals das gemischte Doppel 2015 mit dem Glaskünstler Julius Weiland. Und ich glaube, die Arbeiten, oder vergleichbare Arbeiten zumindest, waren damals in der Ausstellung, kann das sein? Genau, das war eben ja, so die Kombination eben Wasser, das für mich eben ja, teilweise eben auch die Art von Glas hat, je nachdem wie es fotografiert wird und eben auch ein interessantes Medium ist. Und ja, ich fand es eben wirklich auch eine schöne Zusammenarbeit mit Julius und ja, ich fand es echt eine runde Sache, weil eben so die Glasskulpturen haben sich, fand ich jetzt eigentlich ganz schön ergänzt mit den Fotografien oder umgekehrt. Die hattest du in Irkutsk aufgenommen, genau. Austausch mit der Partnerstadt, also, gell? Genau, also den Großteil der Aufnahmen sind am Balkansee entstanden. Also ich da mal, ja, ich war da zweimal eingeladen, eben für mehr so einen Künstleraustausch. Und in dem Zusammenhang sind sie entstanden. Sind aber auch hier in der Gegend entstanden, im Mundbachtal und an der Nagold. Aber der Großteil war eben schon am Balkansee. Und mit dieser Serie warst du beteiligt in der Ausstellung Alle Tiere sind gleich? Genau. Kann das ich mich auch gut erinnern, ja. War ein Standfoto aus einem Film eigentlich, der, wo wird der gedreht? Genau, in Belitz war das. Das ist eigentlich auch relativ bekannt, so unter Fotografen, ja. Für Lust, für die ja, heruntergekommene Architektur im Prinzip. Genau, da wurde das gedreht und da habe ich eben so Standfotos zu dem Film gemacht und ja, das war eine Studentin von Amsterdam. Ja, ich fand es eben auch spannend. Dann ist ja das ist ein weiteres Thema, was du relativ oft verfolgst, ist so eine Spurensuche, also historische Gebäude, teilweise eben auch Leerstände. Also hier, das ist glaube ich eine Serie Hinterhöfe, ne? Genau. Von der Oststadt. Das fand ich eben auch total irre eigentlich, wie es da in den Hinterhöfen aussieht, was man da teilweise sieht. Also gerade jetzt, das ist so ein Hof, wo ich auch, ich weiß, da ist teilweise Pflaster drin und teilweise Mauerwerk, wo dann ja, wahrscheinlich aus fünf verschiedenen Zeitepochen stammte, wo ich irgendwo total interessant finde, oder auch teilweise aus so Malereien im Hinterhof. Das ist, ja, insgesamt, wie sieht das eben gestaltet aus in der Oststadt, was, ja, eben Plätze, die man eigentlich sonst überhaupt nicht wahrnimmt, fand ich schon sehr interessant. Dokumentation gab es auch im Gasometer noch vorm Umbau? Und genau. Ich erinnere mich, du warst auch mal im Kolmar und Jordan Gebäude, in dem ja die Pforzheim Galerie ist, genau. Und das Technische Museum, warst du auch mal auf eine Spurensuche. Und genau, also gerade im Kolmar und Jordan Gebäude, das war eben ja, für die Pforzheim Galerie, eigentlich für die Stadt Pforzheim, so ein, ja, ein Auftrag eigentlich. Und da habe ich eben versucht, eben so ja, für mich eben spezielle Plätze zu finden. Was ich eben da auch total interessant finde, ist das Treppenhaus. Also gerade so die, die Metalltreppen nach oben. Das ist einfach total toll. Und also jetzt gerade beim Gasometer war ich eben, das sieht man auch hier eben fasziniert, dass und Gebäude, das eben über 100 Jahre alt ist, eben ohne Laser, ohne irgendwelche großtechnische Hilfsmittel eben so exakt gebaut wurde. Also das fand ich eben schon Wahnsinn. Und waren teilweise auch total irre Lichtstimmungen da drin. Ganz kurz, mir fällt noch ein wichtiges Projekt ein. Du arbeitest seit längerer Zeit auch mit René Dantes zusammen. Trias habt ihr zusammen gemacht, genau. Als Ausstellungskooperation. Und vielleicht wirklich noch ein kurzer Satz nochmal zum KF-Projekt KF. Da warst du ja auch mit involviert. Genau, also ich meine, also so ursprünglich kam der Kontakt zum René über eine Ausstellung zustande, wo ich eben Künstler vom Kreis Pforzheim ins Kreis porträtiert habe. Und dann haben wir uns kennengelernt und ist dann das Projekt Trias draußen entwickelt worden, entstanden, das eben auch ziemlich rumgereist ist. Und daraufhin hat sich dann entwickelt, nachdem noch René Dantes an der KF ist, dass eben seit der Umbau von seinem Atelier ich dokumentiert habe und er hat dann eben auch so das Sanierungsgebiet von der KF eben dann auch ziemlich ausführlich dokumentiert wurde. Ihr habt ein Buch gemacht dann, gell? Ja, vier zwischenzeitlich.
Du arbeitest, Petrit, sehr viel auch mit anderen Künstlern zusammen. Also wir haben gerade schon über die Projekte mit dem René Dantas gesprochen, Genau. aber insgesamt fotografierst du viel Kunst auch für andere Künstler. Ja, also das hat sich irgendwie so ergeben, was ich ganz schön finde, weil mir macht das eben wirklich viel Spaß. Und also jetzt gerade, das sind Arbeiten von Stefan Faas oder Eckart Bausch oder Stefan Wolder und ja, Sibylle Bohrer fotografiere ich eigentlich auch. Und also es ist wirklich so eine ganze Latte, die da zwischenzeitlich zusammengekommen ist und ist eben teilweise auch, finde ich, sehr anspruchsvoll. Also jetzt gerade von Stefan Faas Ja, sind die mit nicht gerade so die Stefan Fass. einfachsten. Und aber es ist auch irgendwo reizvoll, also das dann auch wirklich so hinzubekommen, dass es dass der Künstler auch damit zufrieden ist. Ja, und ich sag mal, oft entsteht ja dann auch über deinen ästhetischen Blick an der Kamera, finde ich, auch noch ein Mehrwert, ein anderer Blick oder Aspekt auf ein Werk. Ja, also ich denke auch, dass also gerade beim Abraham David Christian ist so, dass ja, die Skulpturen zwar wahnsinnig viele unterschiedliche Momente haben, aber dass es eben halt schon spezielle Gesichtspunkte gibt, wo die Skulptur dann eben relativ wenig Überschneidungen bietet. Und auch beim Stefan Faas ist es auch so, beim René Dantas, da gibt es eben halt Perspektiven, die halt wirklich jetzt besonders interessant sind, welche, die jetzt eben nicht so ganz interessant sind. Und ich denke, dass ich da zwischenzeitlich schon so ein Auge dafür habe, dass es auch relativ, ja, zügig geht. Wie ist denn im Moment deine Situation? Also wir leben ja alle in merkwürdigen Zeiten. Hat es sich für dich auch ausgewirkt? Hast du das Aufträge weggebrochen irgendwie? Ja, mir ist vollkommen klar, also ich bin ja auch noch in den Kulturhäusern tätig, also jetzt sowohl Stimmt, du machst so viel Theater auf im dem Kaffee. Emma, in Pforzheim im Kreativzentrum, das sind eben ja keine Veranstaltungen drin. Die Stipendiaten sind eben auch nicht gekommen, das ist jetzt mal auf den Herbst bis jetzt verschoben. Ob es dann noch stattfindet, ist eben auch noch die Frage, also ich weiß es nicht. Ja, dann eben gerade so toll aus dem Osterfeld ist eben auf jeden Fall komplett weg. Fürs Stadttheater habe ich teilweise auch schon Sachen gemacht, was ja natürlich jetzt auch nichts ist. Lehrauftrag ist auch Genau, der Auftrag war ist auf Eis eben, gelegt, ne? war auf Eis gelegt, ist jetzt, findet zum Glück eben statt, aber hat eben auch lange gedauert und bedurfte dann eben auch nochmal weiterer Vorarbeit, was eben dann schon anders ist, wie es ursprünglich geplant war. Von dem her waren eben schon so ein paar Tage da, wo ich dann endlich ein paar Papierberge abarbeiten konnte, was eben auch mal gut tat. Ja. Aber ja, ist dann prinzipiell, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich jetzt eigentlich nichts zu tun hätte. Also es ist eigentlich, ja, ganz okay. Noch genug Aufträge und Projekte. Genau, also es wird nicht langweilig. Vor uns liegt jetzt noch mal eine Fotoserie von dir. Kann es sein, dass du die ausgestellt hast bei den offenen Ateliers? Genau, die waren beiden offenen Ateliers, aber die waren eigentlich ja, von dem KF-Buch, vom zweiten oder dritten KF-Buch, wo es über die Natur an der KF ging. Der hat ja der René die Skulpturen gemacht. Also es war auch wieder in Zusammenarbeit mit dem René und war dann eine Ausstellung in der Volksbank Und und du hast, also ganz kurz, um den Link zu kriegen, du hast dort die Vegetation quasi aufgenommen, was entlang der KF so wächst. genau, Okay. was alles so in der Gegend ist und gedeiht. Und ja, Paprika? nee, Paprika war jetzt ausnahmsweise, das war, wollte ich mal ausprobieren, wie das eben so kommt. Okay. Außer die anderen Sachen von der Serie, Das also sind gerade so die Rosen, Rose, ja. die war da, das Ginkgo? Gingoblatt, das Ja. ist im Stadtgarten, glaube ich, war da, nicht im Aha. Stadtgarten, im Beckgrießer Ja. Park. Und ja, es waren eben noch viele interessante Pflanzen, die ich jetzt auch nicht alle kenne, aber ja, es war irgendwo schon auch. Fand ich interessant und spannend. Und Idee war es ja einfach wirklich in Großaufnahme und in Schwarz-Weiß, ne? Oder in Grau, Genau, also alles so eben aufzunehmen. wirklich halt exemplarisch darzustellen und eben auch sehr nüchtern dokumentarisch eigentlich. Ja, und dann, also die letzte Frage eigentlich wäre, wie sind deine Pläne? Gibt es jetzt gerade künstlerische Projekte auch, auf die du hinarbeitest, die du im Kopf hast? Ich würde ganz gerne eben noch weitere Sachen so mit der Natur machen. Also ich habe mal so ein paar Aufnahmen auch schon im Enzkreis gemacht, so in der Morgendämmerung. Die habe ich hier auch mal gezeigt vor Schon längerer Zeit. länger auch Ja, mal her, genau. genau, Also sehen wir. da würde ich eben ganz gerne weitermachen und
Ja, mein Wasserfahren finde ich nach wie vor auch noch spannend. Also da kann es vielleicht auch nochmal weitergehen. Und so ältere Gebäude, die haben auch immer ihren Reiz. Also gerade wenn man dann auch so teilweise alte Villen sieht, wie Villa Rodegger zum Beispiel. Das ist auch total spannend, eben so Gebäude zu fotografieren oder drin zu fotografieren, die auch eine gewisse Geschichte haben. Also das heißt, du verfolgst im Grunde deine, ich sage es mal, fotografischen Interessensgebiete, wirst die Spurensuchen dann weiter treiben. Ja, denke ich schon. Schön, also dann bin ich schon sehr gespannt, was wir dann beim nächsten Mal vielleicht sehen können oder was demnächst entsteht. Vielen Dank aber, dass wir heute hier waren und du uns einen Einblick gewährt hast in dein fotografisches Universum hier. Ich hab's zu danken.